So, inzwischen leider ohne Tageslicht, aber man erkennt mich ja, denke ich, trotzdem. Ich rutsche noch ein Stückchen nach hinten. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit den ganzen Dankeschön-Gedönse zwecks Weihnachten. Und zwar ein großes, großes, tolles Weihnachtspaket hat mich ein paar Tage vor Heiligabend entsprechend erreicht. Und da war vielerlei tolle Dinge drin. Viel, sehr nützlich. Und eine Sache sticht hervor, über die habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut, weil einfach kaufen zum Ausprobieren wollte ich nicht, aber ja, auf dem Wege bin ich jetzt ja quasi auch dran gekommen. Und zwar war das dieser Kessel. Und zu dem kommen wir aber erst später. Jetzt kommen wir erstmal zu diesem Ding. Was ist das? Das ist eine rote Dose. So. Jetzt wissen wir Bescheid, ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen unpräzise, ist diese Angabe. Ach Leute, ich rutsche noch ein Stück nach hinten, dass ich nicht so unterm Licht hocke. Sondern im Licht. Dann muss ich den Stuhl am besten wechseln. Mir fehlt immer mein Keller, wenn ich hier bin. Jetzt, so glaube ich, funktioniert es einigermaßen. Wenn nicht, ist auch egal. So, also, rote Dose, dieses Ding hier, was da drin. Na, wir dürfen alle mal raten. Hatte ich mal eine Idee? Huh? Plumps, es ist ein Gaskocher. Und zwar ein Nähr mit Schlauch, bei dem man die Gaskartusche entsprechend das Ding hier oben drauf schraubt auf die Gaskartusche, also an die Schraubkartusche dran, und dann kann man die Schraubkartusche umdrehen und dann steht die Schraubkartusche quasi so rum auf dem Anschluss. Das heißt, das Flüssiggas kann direkt durch die Leitung in den Gaskocher fließen. Ich muss gestehen, ne, aufgrund der Kürze der Zeit, dass ich dieses Ding noch gar nicht so viel benutzt habe. Aber ich finde es auf jeden Fall super toll, dass ich jetzt auch so ein Ding habe. Ich habe nämlich schon häufiger davon erzählt, dass es solche Gaskocher gibt, die so ein bisschen aussehen vom Aufbau her wie ein Mehrstoffkocher, aber halt eben nur ein Gaskocher sind. Wiegt gefühlt 200 Gramm, so irgendwas um den Dreh, denke ich jetzt mal, so, ne, gefühlt, und hat eine enorme Kocherfläche halt quasi, das kann man glaube ich so ganz gut sehen. Hat auch eine Piezo-Zündung, wenn ich die korrekt ausspreche, hier an dem roten Knopf entsprechend zu erkennen auf der Unterseite. Und ja, damit kann man das Ding dann auch, denke ich, in allermeisten Fällen ganz gut entzünden. Es gibt halt immer so ein ganz kleines Blitzchen zwischen dieser Nadel, in Anführungszeichen, die hier drin sitzt, und wenn ich jetzt den Knopf drücke, das kann man dann vielleicht auch ganz, ja, da kann man es ganz gut sehen, gibt es halt eben da so ein Fünkchen. Das, was ich bisher getestet habe, funktioniert wunderbar, freut mich sehr, kann ich hervorragend brauchen, auch für weitere entsprechende Kochexperimente. Is Young ist da wohl der Hersteller, und ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich vermute schwer, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen aus Fernost sein wird, was ja nicht schlecht ist, ne? Gar nicht. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Wir machen weiter. Ich habe hier so einen schönen Schlüsselanhänger hier bekommen. Da hat wohl jemand Zugang zu Werbeartikeln der AOK. Das ist nämlich einer, das ist quasi ein Flaschenöffner, wenn ich das richtig interpretiere. Dankeschön, der kommt in die Besteckschublade, da habe ich nämlich noch keinen. Und muss immer das Schweizer Taschenmesser irgendwo herkruscheln, wenn ich eine Flasche aufmachen möchte. Ebenfalls aus dem Werbefundus der AOK ist dieses Kalenderchen hier, der Minkalender. Das kann ich allerdings wirklich hervorragend gebrauchen. Ich habe nämlich noch keinen, schlicht und ergreifend, für 2019. Demzufolge wirklich toll, auch noch mit Adresskalenderteilchen. Und da kann man wunderbar mit arbeiten. Es sind Schulferien drin, es sind es ist Ostern drin, wer weiß denn schon, wann Ostern ist. Messen, Ausstellungen, Kongresse, Weltzeit und Sommerzeit, Angaben ohne Gewähr.
Währungen, entsprechende Wechselkurse derzeit. Ja, auch ganz gut zu wissen. Die schwanken natürlich immer ein bisschen, aber Welttelefonnummern, also die ganzen Ländervorwahlen, ja, also ein paar nette lustige Details. Und hier vorne kann man sich anstatt diesem stressgeplagten Vater auch irgendwelche eigenen Bilder, denke ich, reinmachen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich den verwende. Eigentlich wollte ich das Ganze ja digital machen dieses Jahr. Die ganzen Kalenderkrempel, also quasi mittels bösen Telefon, aber vielleicht doch lieber Papier. Jetzt, wo es sowieso schon da ist. Dann haben wir hier dieses Ding, das ist für uns Kniegeschädigte. Ich denke mal, entweder hat Evelyn eins oder ich habe mindestens ein kaputtes Knie. Haben wir eigentlich immer, deswegen wäre es ganz gut, tatsächlich sowas mitzuführen. Ich habe noch auf mich angepasste anatomische mit Patellaring, also so ein Kunststoffring quasi, der sich um die Kniescheibe legt, Kniebandagen. Die bringen der Evelyn jetzt nicht so viel. Bei denen sind die Kreuzbänder kaputt, bei mir ist ja die Kniescheibe, der Knorpel unter der Kniescheibe im Eimer. Deswegen umso besser, dass sie ist so ein bisschen so ein Universal-Knieschutzbandage, soweit ich das interpretieren kann. Die dürfte bei so ziemlich den meisten Belastungen, die man knietechnischer Art ausgesetzt sein kann, zumindest etwas Linderung bringen. Und ist halt schön klein, schön leicht, kann man definitiv mitnehmen. Werden wir mal in unser Tourengepäck aufnehmen, wenn es wieder soweit ist und mal wieder ein Knie eben kaputt ist. Also da können wir definitiv alle beide ordentlich was mit anfangen. Es gibt auch noch ein Beipackzettelchen, das einem sagt, dass es sich um eine Kniebandage handelt und die für Überanspruchung, also Gegenüberbeanspruchung da ist. Jo, Dankeschön, das ist auch sehr, sehr lieb mitgedacht. Übrigens, dabei war noch dieser Sack, in dem ich inzwischen alles verpackt habe. Das ist wieder die AOK, aber das macht ja auch wirklich überhaupt nichts. Finde den Beutel sehr, sehr praktisch. Ich denke ernsthaft drüber nach, ob ich den nicht für irgendwelche größeren Reisen einfach so mal in den Rucksack schmeiße. Der wiegt nicht viel. Gut, natürlich gäbe es jetzt nochmal günstigere Plastikvarianten, aber dafür ist er halt eben nicht aus Plastik. Und ich finde den Spruch hier ehrlich gesagt sehr, 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 sehr gelungen. Die Tasche ist vor allen Dingen deswegen praktisch, weil ich habe Geschenke natürlich zu Hause bekommen, auch jetzt bei Evelyn in der Küche, und musste die jetzt irgendwie hierher transportieren, und deswegen habe ich den Beutel jetzt quasi gerade als Umverpackung für sämtliche Geschenkmaterialien, die ich bekommen habe und die ich jetzt hier mitschleppe, verwendet. Denn das hatte man, das liegt alles da hinten. Ich habe doch keinen Platz hier. So. Dann hatten wir noch diesen Sack. In diesem Sack war ursprünglich drin Säcke. Also es ist ein Sack für Säcke und zum Beispiel so ein Beutelchen hier. Tolle Farbe, sehr gut wiederzufinden, wenn verloren. Das waren einfach drei unterschiedlich große Beutel. Ich glaube, das hier ist der mittlere. Im kleinsten habe ich jetzt meinen Kulturbeutel rein verlegt und den größten habe ich tatsächlich als Klamottensack jetzt auch gerade in Verwendung. Bin ja nur ein paar Tage jetzt hier und finde ich unglaublich praktisch. Und man kann lustige Tiere damit formen. Doch, sehr, sehr, sehr praktisch. Ich habe natürlich schon so ein paar von diesen Säcken, aber die hier sind wirklich sehr leicht, scheinen ordentlich wasserabweisend zu sein, gefallen mir ausgezeichnet. Vielen Dank. Also das kann ich auf jeden Fall wirklich super, super, super gut gebrauchen. Die anderen Säcke sind halt, wie gesagt, gerade in Verwendung. So. Dann war noch dabei, da ich offensichtlich auf kleine Dosen stehe, hier eine Star Wars Dose, ist ja scheißegal, was da drauf ist, die Dose an sich ist schon toll, ne? Genau das richtige Format, um sich da halt nochmal so ein paar Kleinigkeiten eben entsprechend in einem Döschen zusammen zu basteln, so für jeden Tag dabei haben. Vielleicht machen wir mal irgendwann nochmal eine Mini-EDC-Dose, die aktuelle EDC-Dose, die ich gerade habe. Ne, ich hole sie jetzt nicht.
Da ist zwar wirklich alles drin, was das Herz begehrt, aber sie ist halt auch nicht mehr so klein. Man kann sie schon noch ganz gut in der Beintasche der üblichen Hose, die ich halt sonst auch immer trage, ganz gut noch transportieren, ohne dass sie groß stört. Aber natürlich noch kleiner wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Und da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich mir da nicht nochmal eine abgespeckte Version zulege, wenn dann in dieser Dose. Dann haben wir noch ein Paketchen Erdnüsse. Herzlichen Dank, auch die kann ich hervorragend brauchen, weil ich bin hier in der Schweiz und wenn ich hier jetzt einkaufen gehen muss, muss ich mich automatisch immer gleich als Deutscher outen, weil ich noch immer kein richtig schweizerisch klingendes Grüezi oder so ähnlich hinbekomme. Und damit bin ich sofort als Outdeutscher geoutet, ne? Ich weiß nicht, ob ich besonders deutsch aussehe, aber spätestens wenn ich das Maul aufmache, ist es zu spät. habe ich irgendwie ein Problem mit. Ich bin lieber in Ländern, wo ich die Landessprache derartig nicht verstehe, dass es gleich so eindeutig ist, dass ich totaler Ausländer bin. Also nicht, dass ich jetzt mich über die Schweiz beschweren möchte, aber das ist die völlige Unfähigkeit, die Landessprache zu beherrschen. Obwohl es irgendwo die eigene ist, ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Gut, dann war noch dabei, ganz was Spannendes, hier wieder ein kleines Säckchen. Was ist in solchen kleinen Säckchen? Ohrringe? Eine Halskette? Nein! Ein Gaskocher! Schon wieder! Noch einer! Und zwar ist das der andere. Es ist ja so, ich hatte euch schon den BRS oder was, Gaskocher gezeigt, dieses Modell von 25 Gramm. Und das hier ist der andere Mini-Gaskocher, der ganz, ganz ähnlich aufgebaut ist und eine ganz ähnliche Funktionsweise quasi auch hat. Sehr ähnliche Abmaße als eben dieser BRS-Kocher. Ist auch so ein kleines Ding mit so einem kleinen entsprechenden Topfkreuzlein. Alles ein kleines bisschen größer als beim BRS. Und zwar ist das hier der Lixida. Und das sind die beiden meistgenanntesten Brenner. Unter meinem Video, wo ich mal gefragt habe, ob jemand eine Idee hat, wie ich das jetzt brennertechnisch am besten machen soll für Schottland. Einmal war eben dieser Lixida dauernd im Gespräch. Der ist wohl eine 1:1 Kopie von irgend so einem anderen Ding eines namhaften Herstellers, das sich Lithium nennt. Oder ist der andere die namhafte Kopie des, die günstige Kopie vom namhaften Hersteller, der BRS? Ich kann es euch jetzt nicht mehr sagen, hatte ich jedenfalls mal irgendwann recherchiert. So toll ich es finde, dass ich jetzt auch noch den hier habe, muss ich leider einen winzig kleinen Kritikpunkt anmerken, den ich auch schon in den Kommentaren gelesen hatte. Da hat es nämlich auch jemand genau diesen hier zugelegt. Man soll ja einem geschenkten Gaul bekanntlich nicht ins Maul schauen, aber ich will auch nicht sagen, dass der großartig toll ist, wenn ich jetzt schon weiß, dass es einen kleinen Kritikpunkt gibt. Und zwar, hier ist ein Rußfleck. Ne? Den kann man hoffentlich, ja, ich glaube, man kann ihn erahnen. Man kann ihn, glaube ich, sogar sehen. Und ein Gasbrenner sollte meiner Meinung nach, und das habe ich bei anderen Gasbrennern eben durchaus auch schon erlebt, gar nicht rußen. Und der hier rußt ein wenig. Und das ist nicht so doll. Ne? Und als Lösungsvorschlag hat eben derjenige, der das schon kommentiert hat, an dieser Stelle übrigens herzlichen Dank, falls du dich gerade angesprochen fühlst und das hier zufällig siehst, dass diese Löchlein hier unten, die der Luftzufuhr dienen, viel zu klein sind. Die kann man quasi nochmal um 2 mm aufbohren und schon rußt der Brenner nicht mehr und dann ist er wunderbar. Und ich glaube, dieser Aussage möchte ich mich nach ersten Tests anschließen. Also der kriegt diese blaue Flamme nur schwer hin, er kriegt eine relativ sehr hohe Flamme. Der heizt trotzdem, aber die Effizienz ist dann halt eben nicht so super und ein Gasbrenner, der rußt, da will ich nicht wissen, wie lange der dann hebt. Beziehungsweise ich befürchte, es relativ gut zu wissen, wie lange der dann heben wird, nämlich eben nicht allzu lang. Und da ist irgendwas ist da schiefgelaufen, vielleicht ist das auch ein Montagsprodukt, das weiß ich nicht. Trotzdem vielen, vielen herzlichen Dank und wenn es sonst nichts ist, dann ist es für mich immerhin eine wunderbare Gelegenheit, meine Erfahrung mit Gasbrennern zu erweitern und rauszufinden, woran liegt es, dass der jetzt rußt und was man so über Gasbrenner wissen kann und so weiter. Also auch in diesem Fall einfach unglaublich lehrreich
für mein weiteres Wissen bezüglich Kochern und mindestens dafür, mindestens, wenn ich nicht jemanden finde, der ein Dremel Multitool oder irgend so ein kleines Bohrdingens oder sowas in Richtung hat, das finde ich bestimmt, mindestens dafür war der dann hier sehr gut. Ansonsten gefällt er mir, wenn jetzt nicht das Rußproblem wäre, gefällt er mir rein von der Verarbeitung her etwas besser als der andere Mini-Gaskocher, was einfach daran liegt, dass der nicht so wackelig ist. Ne? Da wackelt nichts, da sitzt alles schön fest, die Schräubchen sind schön festgedreht und da hat man einfach ein bisschen mehr was in der Hand. Er ist zwar ein paar Gramm schwerer, aber ne? Also ob das jetzt 45 Gramm oder 26, 27 Gramm sind, das ist, glaube ich, naja, es ist nie egal, nein, ist natürlich nicht egal, aber ist jetzt auch nicht so relevant. Und was mir auch noch ansonsten gut gefällt bei dem hier ist, dass er sich etwas, ja, etwas besser verpacken lässt im Sinne von diesem Verstelldingens hier. Das kriegt man etwas besser eingepackt und man kriegt ihn insgesamt dann etwas kompakter zusammengelegt. Also das zusammengelegte Ding sieht irgendwie fester, kompakter aus und passt auch wunderbar eben in sein entsprechendes Samttütlein, das auch für Ohrringe oder eine Halskette sicher sehr gut geeignet wäre. Und Gott sei Dank ist ein Kocher drin. Ja, vielen lieben Dank. Also Idee toll, aber irgendwas, na, vielleicht noch nicht so hundertprozentig optimal. Ne? Was haben wir noch? Genau, dann war noch ebenfalls wieder von der AOK. So ein lustiges, das ist ein Mauspad. Nein, es ist eine Tafel. Und man kann sich da mit Kreide diversen Kram draufmalen. Ne? Finde ich auch wieder sehr, sehr cool. Kann ich auch echt gut gebrauchen. Einfach wenn ich zum Beispiel mal über irgendwelche einfachen chemischen Verbindungen schwadroniere, dann kann ich die dann auch entsprechend, na Moment, wo malen wir es hin? Brauche ich natürlich noch einen Lappen, um das Ding sauber zu machen. Aber machen wir hier mal ein. Bin zu blöd, Haas zu malen. Hier oben in der Ecke, das ist ein Methan zum Beispiel. Ne? Tut jetzt nichts zur Sache, aber im Grunde dafür sowas kann ich sowas wirklich extrem gut gebrauchen. Das ist also auch ein äußerst nützliches Geschenk. Vielen, vielen herzlichen Dank. Weil immer Papier nehmen will ich irgendwie nicht, aber mit so einem Teil ist es irgendwie witziger. Und man kann das auch rollen, das ist auch nochmal ein großer Vorteil. Und dann ganz einfach im Rucksack entsprechend verpacken. Hier hinten ist noch so eine komische Klebefolie drauf. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was passiert, wenn ich die abmache. Weil wirklich kleben tut es dann nicht, wenn ich die abmache. Da kommt eher so eine Anti-Rutsch-Oberfläche drunter zum Vorschein. Aber ich denke, ich kann die trotzdem in jedem Fall mal abmachen. Und dann haben wir hier so eine sehr weiche Anti-Rutsch-Oberfläche. Haftet zum Beispiel jetzt hier am Tisch. Da haftet die wunderbar, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Die haftet mit Sicherheit auch an diversen Kfz-Armaturen. Ja, und jetzt lässt sich es auch wirklich ganz gut gerollt verstauen. Das kann man dann ja auch mal irgendwas anderes Rundes drumwickeln zum Mitnehmen, um die Spiritusflasche oder sonst irgendwie. Und das wird bei mir auf jeden Fall in den Standard-Wald-Video-Rucksack reinkommen. Eine Kleinigkeit, aber wirklich sehr hilfreich für mich. Vielen Dank. Das hier habe ich leider jetzt daheim vergessen, weil es noch lädt, war bzw. ist die Verpackung von einem Kombi-USB-Kabel, einem ganz, 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 ganz kurzen und deswegen, das kann ich super gut gebrauchen, das sowohl Android, also Micro-USB, als auch iOS laden kann. Wie das genau funktioniert, also iPhone und so ein Krempel. Ne? Wie das genau funktioniert, habe ich keine Ahnung, aber es funktioniert. Also wie das technisch genau gelöst ist, das ist mir noch nach wie vor so ein bisschen ein Rätsel. Und das ist von daher toll, weil man da wieder ein paar Gramm sparen kann, weil sonst müsste ich für mein Apfeltelefon eben entsprechend ein Standard-Apfel-Ladekabel mitschleppen, weil ich nichts anderes habe und ich habe mir jetzt auch nichts anderes zugelegt. Und dieses Ding hier, was hier drin war, ist eben viel, viel, viel kürzer und viel, viel leichter. Und deswegen tolle Alternative eben zum Standard-Dingens. Und ja, das freut mich auch sehr. So, dann haben wir noch eine Tube Hirschteig.
Da hatten wir eine kleine Beziehungskrise deswegen, weil ich bin der Meinung, yes, Hirschteig ist super. Evelyn ist der Meinung, nee, Hirschteig hilft gar nicht, da hat man ja noch nassere Füße. Stattdessen Babypuder. Babypuder sei das ultimative Mittel, um irgendwelche wundgelatschten Füße entsprechend zu vermeiden. Ich persönlich bin eher bei Hirschteig. Eine gute Freundin von mir, die auch sehr viel rumrennt, ist auch die Hirschteig-Fraktion. Schützt vor Wundreiben, Blasen und Hornhaut und ideal für extreme Belastungen beim Sport. Man kann sich wirklich den kompletten Fuß von vorne bis hinten mit dem Zeug einschmieren. Und an solchen Tagen, an denen man das getan hat, also ich würde schon sagen, es hilft. Es hilft definitiv. Es hilft auch hinterher, wenn schon Hornhaut und so ein Kram schon da sind. Und tut einfach gut, wenn man abends im Zelt das Zelt aufgeschlagen hat und dann drin liegt und sich die Füße erstmal schön ordentlich hirschteigisiert oder auch morgens das Ganze macht. Auf besonders beanspruchte Hautstellen, zum Beispiel Füße, Hände, Achselhöhlen, Innenseiten der Oberschenkel. Also es hilft natürlich auch überall da, wo sonst noch Reibung entsteht. Also nicht nur am Fuß, auch wenn jetzt für mich persönlich Fuß so das Hauptdingens ist. Empfohlen ist eine regelmäßige Anwendung in den Wochen vor einer extremen Belastung. Ja, macht halt natürlich alles nochmal geschmeidig, wenn man es bereits vorher viel verwendet. Ja, sollte ich mal ernsthaft drüber nachdenken. Die Tube 100 ml, das muss dann halt auch reichen. Ne? Mehr will ich nicht mitschleppen nach Grönland, aber das könnte durchaus sein, dass das also auf die nächste Großtour entsprechend mitkommt. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir noch tatsächlich das, was in diesem Säckchen drin gewesen ist. Nur um darauf hinzuweisen, es gibt so ein Umverpackungssäckchen, diese klassischen Säckle für Kochgeschirr. Viel Kochgeschirr, was ich habe, wird in solchen Netzbeuteln geliefert. Die kenne ich also dementsprechend schon. Und zwar ist es, und das ist jetzt wirklich das Highlight schlechthin von allen Dingen, die du mir geschenkt hast, dieser Kessel. Und warum ist der das Highlight? Also erstens mal finde ich ihn wirklich ausgezeichnet verarbeitet. Dann ist er aus hart anodisiertem Aluminium. Das ist fürs Kochen inzwischen mein Lieblingsmaterial geworden. Nicht unbedingt zum draus trinken oder zum draus essen. Da ist dann Titan eigentlich ganz cool. Und für mal so einen ebenen Kaffeebecher, den man universell sowohl als Kaffeebecher, also Teebecher in meinem Fall, Schokoladenbecher, als auch eben als kurzes, kleines Kochgefäß, weil das kleine Kochen zwischendurch verwendet, da ist die Tarn dann auch wieder in Ordnung. Aber für ein richtiges Kochgefäß, mit dem man wirklich nur Wasser kochen möchte, nicht nur, aber fast nur Wasser kochen möchte, finde ich, ist halt anodisiertes Aluminium definitiv eine richtig, richtig, richtig gute Idee. Das ist schön robust, da kann man auch mal ein bisschen Druck ausüben auf das Geschirr, ohne dass es sich gleich verbiegt und so weiter. Das geht bei Titan, wenn das extrem dünnwandig ist, ja auch relativ schnell. Schön ist dann, der Griff hier bleibt oben, der klappt nicht um. Das habe ich bei meinen uralt Alu-Geschirr Kochtöpfen immer das Problem, dass der Henkel immer runterklappt und dann quasi unten ganz unten dranhängt und dann alle Wärme vom Kocher abbekommt oder vom Feuer und was auch immer. Und man muss quasi Handschuhe anziehen, um das Ding dann wieder vom Feuer zu kriegen. Und dadurch, dass der Griff immer schön hier oben bleibt, wird er auch nicht sonderlich heiß. Also immer dann nochmal so eine schöne Gummihülle in Orange, dass man ihn auch gut anfassen kann. Hat bisher auch wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt 5 Liter mit dem Ding bisher gekocht. Also das ist ein Literkessel. Also es passt maximal einen Liter rein. Wenn du den Liter wirklich reinmachst, dann steht das Wasser quasi bis fast schon Oberkante von der Nase hier. Aber es geht. Es geht. Und man kann das auch noch zum Kochen bringen. In dem Moment, wo es richtig, richtig krass kocht, läuft es halt über. Da muss man kurz vorher eben entsprechend den Kocher abstellen. Und auch das Deckelchen hat hier wieder so einen schönen Antipfotenverbrennen. Schutz und das Deckelchen hat auch, man hat es gerade, glaube ich, im Licht gesehen, ja, hier kann man es gut sehen, ein kleines Löchlein. Was auch toll ist, weil ich jetzt schon die Erfahrung gemacht habe, kurz bevor es überkocht, insbesondere wenn man den Liter reingekippt hat, dampft es aus diesem Loch erstmal wie Sau raus und dann explodiert sozusagen der Kessel und es geht drüber. Aber was man sieht, es dampft aus dem Loch, kann man ihn quasi abschalten, das Wasser ist dann auch, weiß ich nicht, 90 Grad oder was es dann hat.
Müsste man mal thermometertechnisch überprüfen. Auch toll, die Öffnung ist relativ groß hier oben. Man kann sich in dem Ding also auch durchaus mal Nudeln kochen und da drin noch umrühren. Wenn man da mit einem Kochlöffel hingeht, kommt man in die Ecken problemlos rein. Auch ist er dann schön noch sauber machbar, eben per Foto und mit einem kleinen Putzlumpen und so weiter, weil man halt in die Ecken auch noch gut reinkommt, da die Öffnung doch relativ groß ist. Trotzdem ist es ein Kessel. Ich mag Kessel. Allein schon aus emotionalen Gründen stehe ich total auf Kessel. Weiß nicht, irgendwie sind die schöner. Und das Tollste natürlich ist, dass das so ein Energiesparpott ist mit so einem, ja, mit hier so einer Wabenstruktur, sage ich jetzt mal, so einem Wärmetauscher, der dazu führt, dass, wenn die Wärme hier in der Mitte vom Topf ansetzt, ne, die meisten Brenner haben ja jetzt keinen so riesigen Bereich und ihr seht, das ist hier in der Mitte noch extra vertieft. Dann stellt man das Ding also quasi so auf den Topfkreuz. Wäre zum Beispiel bei den gezeigten Gasbrennern so, dass das Topfkreuz da in der Mitte verschwindet. Und jetzt heizt der natürlich in die Mitte vom Pott, ist klar. So, und die Wärme geht nach außen und beim normalen Pott geht sie halt außen vorbei. Und wenn du dann noch einen Windschutz hast, steigt sie noch ein bisschen an der Seite hoch. Wenn der Windschutz schön hoch ist und wenn du keinen Windschutz hast, dann geht sie halt nach außen, steigt nach oben und ist weg. Das heißt, die Zeit, die die Wärme am Topfboden verbringt, wo sie ja übergehen soll ins Wasser, nach Möglichkeit die Energie, ist relativ kurz beim Standardtopf. Bei dem Ding, durch eben diese Lamellen, die da am Rand noch angebracht sind, bleibt die Wärme viel, viel, viel länger eben am Topf und die Wärmeübertragung von Kocher auf Topf ist erheblich besser. Und zwar wie erheblich? Ich habe es inzwischen ausprobiert. Hängt ein bisschen davon ab, was für einen Kochertyp man verwendet. Beim Benziner, der sowieso so viel Leistung hat, ist es nicht ganz so effizient, aber spart doch 20% etwa. 20% Brennstoff für einen Liter heißes Wasser machen, kostet im normalen Topf, kostet 20 Gramm Brennstoff, kostet in diesem Kessel, also den Kesselrand voll, das sind ja Liter, der da reingeht, kostet nur 16 Gramm Brennstoff. Über einen langen Zeitraum gerechnet, natürlich ist das nicht das allerleichteste Kochgefäß aller Zeiten, aber über einen langen Zeitraum gerechnet ist 4 Gramm Gewichtsersparnis pro Tag dann wieder effizienter als ein, weiß ich nicht, 50 Gramm leichteres Kochgefäßchen mitnehmen oder ein paar Gramm leichteres Kochgefäßchen mitnehmen. Und. Na, sagen wir mal, wir sind 10 Tage unterwegs, dann haben wir 40 Gramm gespart. Und wenn wir 20 Tage unterwegs sind, haben wir immerhin schon 80 Gramm gespart. Klar, hat man ein ultraleichtes Kochgefäß, hebt sich dann diese Ersparnis irgendwo so ein bisschen auf. Mir gefällt es aber trotzdem irgendwie besser, wenn ich weiß, ich kann mit möglichst geringem Brennstoffverbrauch irgendwie auskommen und habe dann dadurch einfach nochmal eine kleine Sicherheitsreserve. Und es ist jetzt nicht so, dass dieser Kessel unglaublich schwer ist mit einem Leichtgewichts-Titantopf. Titantöpfe von einem Liter Volumen gibt es halt schon ab 120 Gramm vielleicht. Und was das Teil wiegt, das muss ich euch jetzt leider schuldig bleiben, aber gefühlt etwa 200. Also, man muss dann auch wirklich 20 Tage unterwegs sein, um die 80 Gramm einzusparen, damit es dann eben entsprechend wieder passt. Wobei Titantopf 120 Gramm ohne Deckel. Mit Deckel sind es dann wieder ein bisschen mehr. Trotzdem, ich finde es angenehm, dass halt eben diese Brennstoffersparnis, das ist ja auch noch ein Kostenfaktor, wenn es gar nicht so sehr aufs Gewicht ankommt, dann kann man Geld sparen, indem man ein bisschen Brennstoff spart. Und außerdem spart man noch enorm Kochzeit, denn bei 4 Grad Außentemperatur habe ich zugegebenweise nicht super kaltes Wasser, sondern welches aus der Wasserleitung habe ich mit diesem Kesselchen zum ersten Mal, und das ist rekordverdächtig, in 2 Minuten 55 zum Kochen gebracht auf meinem Benziner. So schnell war der bisher noch nie. Nimmt man Gas, bringt da auch nochmal eine enorme Ersparnis. Die liegt bei, je nachdem wie sehr man den Gaskocher aufdreht, etwa auch wieder so zwischen 15 und 25%. So irgendwas um den Dreh hatte ich da Brennstoffersparnis gemessen. Und mit Spiritus, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich es noch nicht ausprobiert. Vermute aber, dass die da auch nochmal in ähnlichen Werten mindestens, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher liegen wird. Und dann ist interessant zu wissen, dass also die Verwendung eines solchen Kessels zum Beispiel auf einem Torx-Titan-Spiritus-Brenner
fast schon das Drangia Kochset ersetzt. So lieb ich das Drangia Kochset habe. Aber das habe ich mal verglichen. Torx versus Drangia im Kochset. Da ist der Drangia im Kochset Bonus 25%. Ne? Also es brennt, es kocht 25% schneller und es braucht 25% weniger Brennstoff, wenn man eben den Drangia Sturmkocher mitsamt dem tollen Windschutz und allem Pipapo verwendet, als eben mit meinem Torx Titankocher. Und dann kann man sich auch wieder ausrechnen, wie lange man unterwegs sein muss, dass sich der Drangia im Vergleich zum Torx lohnt, weil der Drangia ein erheblich höheres Eigengewicht hat. So, aber jetzt bin ich schon wieder am Haufen Zeug ausrechnen. Jedenfalls, die Optionen mit diesem Kesselchen steigen ganz außerordentlich. Und den nach aktuellem Stand wird das definitiv der Kessel für Grönland. Übrigens nach aktuellem Stand mit dem Benzinkocher, einfach weil die Verfügbarkeit von Brennstoff, wir wissen nicht, ob es Gaskartuschen gibt, da wo wir ankommen. Ne? Da wo wir ankommen ist schon fix, das können wir nicht mehr variieren. Und wir wollen ja an das Ziel, wo wir hinwollen und nicht dahin, wo es Gaskartuschen gibt. Das ist ja bescheuert. Wäre bescheuert aus meiner Sicht. Ne? So, ja. Und das war jetzt ein sehr langes Danke-Video, was natürlich daran liegt, dass das auch ein Haufen Zeug gewesen ist. Oh, und was ich vergessen habe, weil die sind nicht dabei, habe ich es nicht mitgenommen zu Evelyn. Auch lecker Kekse nach Omas Rezept. Hervorragend. Schmecken mir wirklich ausgezeichnet gut. Sehr, sehr lecker. Ein paar sind noch da. Aber, oh Gott, fressen über die Feiertage sowieso. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Also vor allen Dingen nochmal vor den Kessel. Also der Kessel ist eine Offenbarung. Den Kessel, das stehe ich total auf das Ding. Ansonsten auch tolles Paket, Riesenpaket. Du hast es total übertrieben. Das muss natürlich überhaupt nicht sein. Ich finde auch den beigeliegenden Brief sehr, sehr unterhaltsam. Er besteht aus, glaube ich, 15 Worten oder irgendwie sowas. Hervorragend, doch, wirklich. Also vielen lieben Dank. Hat mich enorm gefreut und du wirst dieses Ding in Grönland sehen. Danke, tschüss.